One man show, that's capo. Yeah. Head down toe, that's capo. Yeah. Black boy fly, that's capo. Yeah. Men like C, that's capo. Peppermint fresh, little capo. That boy flames me capo. Yeah. 2+2, that's capo. Yeah. All her king, little capo. Sickest nigga out, you sneeze. I'ma take it all on G. Break a nigga neck on E. Put these rappers back, that's sleep. Don't start this motherfucker again. Wir sind in der Schweiz auf dem Open Air Frauenfeld Festival 2019 und wir haben Deutschlands größtes Rap-Versprechen hier, wie mir gerade das Internet gesagt hat. Sirius Klein, was geht ab? Alles cool bei euch. Nice, Alter. Ja, endlich. Wir haben uns schon einmal bei uns gesehen und dann bin ich einfach an dir vorbeigelaufen. Genau, im Hausflur da. Wie so ein arroganter Ich war schon arrogant auch bestimmt, oder? Na, ich weiß, ich habe nur gesehen, ey, er ist an uns vorbeigelaufen. Ich so, okay. Wir hatten schon mal easy. Ganz kurzes Interview beim Hype-Festival, wo du bei Kevin Cold, meine ich, dazugekommen bist. Ja, genau. Ah, tatsächlich. Hat Anita hat das gemacht. Okay, ja, doch, stimmt. Und wir haben uns letztens zufällig in sehr unchristlicher Frühe am Düsseldorf Airport getroffen, Alter. Ja, Mann. Da bist du nach Hamburg geflogen, ne? Ich bin... Du hast das Kalib-Interview gemacht. Ja, stimmt. Aber du hast ihn erkannt. Ja, du warst ja vorhin schon auf der Show. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Hast du schon was voraus, auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich habe erst danach erfahren, Sirius Klein war zu Gast. Ich so, das waren die Jungs, die im Hausflur gechillt haben. Ja, okay, dann war das jetzt sehr unhöflich von mir. Tut mir leid nochmal. Ey, easy. Kein Stress. Man muss sagen, ich glaube, der junge Herr hat schon eine Premiere hingelegt, indem er als, glaube ich, erster deutscher Act bei den Hip-Hop-Day-Awards Album des Jahres international nominiert war. Ja, krass, Leute wie Kanye West J. Cole konkurrieren musste. Ja, und am Ende leider gegen Astroworld verloren. Ja, das ist gut. Ich habe gegen Astroworld verloren. Ja. Aber ja, man. Könnte schlimmer sein, wo? Ja, also wir haben schon viel über dich geredet. Ja, ich habe es gesehen und ich habe es auch immer gefeiert und ja, Mann. Nice. Geil. Nice. Ja, wir feiern auch. Es ist irgendwie verrückt, weil ich stelle mir vor, wie du so movest und wie du deine Musik hier machst und dann natürlich auch guckst, wer hört die, wie kommt die an und so weiter und so fort. Und es ist natürlich total absurd, weil man hört dein Album, ich könnte mir ganz normal vorstellen, dass es genauso wie es in der Kategorie mit diesen Alben bei uns gelistet war, weil wir ein deutsches Magazin sind, auch wirklich dort stattfinden kann zwischen diesen Alben. Aber du bist nun mal von hier, machst hier dein Ding, hast wahrscheinlich auch eine große Zielgruppe hier. Ja. Wie ist dieser Zwiespalt, um vielleicht das offensichtlichste Thema direkt von Anfang an aufzumachen? Wie fühlt sich das als Musiker an, in einem Land, was, also nicht in der nativen Sprache des Landes, so die Musik zu machen? Haben wir ja nicht gesagt, dass ihr auf Englisch wärt? Ach so, ja, genau. Die Menschen, die sich hier verirrt haben und gar nicht wissen, wenn sie gucken. Ja, das Ding ist halt, glaube ich, die Intention war von vornherein international, weißt du? Mhm. Und klar, du hast dann halt hier die Konsumenten, die sagen, das ist mega geil. Aber wie gesagt, so das Mindset ist international. Und wenn man dann halt drüben ist, dann kriegt man auch dementsprechend einen ordentlichen Respekt, so weißt du? So, wo wir halt jetzt im Februar in L.A. waren, so, da sind so kranke Sachen passiert, Mann. So, da habe ich so heftige Leute kennengelernt und da war auch halt dadurch, dass mein Produzent halt schon vieles gemacht hat, sondern halt war auf dem J-Rock-Album, dann war der auf dem Black Panther-Album und so, weißt du? Und dementsprechend haben wir dann Leute kennengelernt dort. Ey, wir waren auf einer Grammy-Party auf einmal. Sind dann am Ende auf einer Hausparty gelandet mit den Top-Notch-Producern. Weißt du, ich meine, so, also, wow, fucks with your shit und so, weißt du, ich meine, so, und das ist halt für mich so die Recognition als deutscher Junge, hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, mit englischsprachiger Musik drüben zu bekommen, ist für mich schon heftig. Ja. Was fehlt noch irgendwie, so vielleicht ein Step, irgendwie so ein Push, dass du auch da Fuß fassen kannst? Das Ding ist, ich bin ein Dickkopf. Also ich meine so, weil ich werde nicht lügen, es sind 1000 Angebote schon gekommen. Ach auch so, okay. Weltweit. Okay, okay. Also es sind schon wirklich Labels gekommen. So. Ja, vielleicht. Aber nee, es sind schon wirklich heftige Labels gekommen. Nur mein Ding war halt so, es ist auch immer so, kennst du das, wenn du so ein übertriebener Fußballspieler bist und du bist okay, entweder du bist okay oder du bist heftig und jeder Verein reißt sich um dich. Weißt du, ich meine so. Und ich glaube so, die brauchen so diesen... Okay, der ist heftig. Weißt du, zum Beispiel ein Homie, IDK zum Beispiel, der hat sein eigenes Label. Nice, Alter. Genau, der hat sein eigenes Label gegründet. Der war jahrelang Indie. Weißt du, ich meine so. Und jetzt ist er, glaube ich, bei Warner Bros. Und hat sein eigenes Label gegründet. Ey, das ist so. Und er hat einen krassen Deal bekommen, weißt du? Und für mich ist das so, diese Industrie arbeitet viel über Playlisten. Die Industrie arbeitet viel über auch Cosigns und sowas alles so, ne? Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, so, wenn du die Playlisten hast, ne?
und du hast dann auch vielleicht medienmäßig auch gute Leute, die über dich sprechen und Bock drauf haben, über dich zu quatschen. So, ne? Jetzt mal Hand aus Herz, ne? Wie viel mehr macht denn ein Label heute? Das ist tatsächlich dann die Frage. Das ja. ist das, weiß das ich meine. Das ist tatsächlich die Frage. Also für mich wäre es zum Beispiel nichts, in Deutschland unbedingt zu sein, weil ich Deutschland hat, die Industrie hat oft Angst, so den Move zu machen. Zu sagen so, sure, ey, ja. du sprichst Englisch, ne? Und so, wir versuchen den Move jetzt mal zu machen, weißt du, ich meine so, vielleicht machen wir auch jetzt einen Miesen, wenn wir dich sein und vielleicht ist das Vertrauen nicht so groß, dass wir wirklich volles Potenzial, weißt du, in dich reinstecken. Aber das könnte so nicht schon auch jetzt, also ich weiß nicht, wer es nicht sagen, deutsche Label besser als US-Label für dich zum Beispiel oder UK oder Japan, aber könnte nicht schon ein Label zum Beispiel einen Radiopromoter an den Start bringen, der mit Radiostationen vielleicht spricht, zu Spotify fahren und sagen, jo Stefan, wie sieht's aus mit Playlist? Oder mit ihrem Plan entwickeln und vielleicht sagen, ey, wir machen Features mit deutschsprachigen Rappern, weil voll cool und wir klären dir jeden, den du willst oder irgendwas. Ja, also ich finde, das begrenzt das dann wieder so auf Deutschland. Sagen wir mal so, ja, zum Beispiel, ist es viel Paperwork, weißt du? Ich hatte schon teilweise Feature mit Leuten, die vor ihrem Signing, und dann wurden die gesigned und dann war es das wieder mit. Ja, also, ja. Weißt du, dann ist plötzlich irgendwie, genau, bleibt es stecken. So genau so. Ne? Na, das ist dann ist das Lied da und du kannst damit nichts machen. Weißt du, ich meine so. Oder du bist dann mit Leuten im Studio und wartest dann die ganze Zeit auf eine Hook. Weißt du, und also solche Geschichten. So. Für mich ist das halt schon eher so, ich denke mir so, klar, ne, es gibt bestimmte deutsche Rapper oder bestimmte deutsche Künstler, die ich extrem feier. Weißt du, aber für mich ist das halt so, auf langer Sicht so, ich gucke schon eher international, so, weißt du? Also ich gucke schon so, was kann ich drüben reißen? Mit wem? Es gibt auch zu viele heftige Artists, mit denen ich gerne arbeiten würde, weißt du? Und das ist halt so. Aber jetzt mit deinem Label-Ding, also wartest du erst noch auf das Richtige oder denkst du eher, weil du gerade meintest, wofür braucht man überhaupt noch ein Label? Jetzt gerade will ich überzeugt werden, was Label-wise so auf den Tisch kommt. So, für mich ist das so, ich bin voll kritisch, ne? Ich saß wirklich schon mit Leuten in Meetings und die haben mir dann Sachen erzählt. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht schon gewusst, weißt du, ich meine. Ja. Und die haben auch viel gelabert, weißt du, ich meine. Sondern am Ende des Tages ist das, habe ich das bei anderen Künstlern beobachtet, die wirklich major gesigned sind. Und bei denen läuft es scheiße, weißt du, ich meine so. Und da läuft es bei mir teilweise, als jemand, der fast alles alleine macht, läuft es bei mir teilweise besser. Ja, man muss seinen Wert kennen, so, weißt du, und dass du sagst, das Label muss mich überzeugen, genau, ist halt erstmal ein Mindset, an den du erstmal kommen musst, genau, so, weil die grundsätzliche Denkstruktur eines aufstrebenden Artists ist ja, ich muss die Labels überzeugen. Genau. So, und sobald du dann den Moment hast, dass du sagst, ah, warte mal kurz, die wollen ja mich sein, die wollen mit mir Geld verdienen. Genau. Die müssen mich überzeugen. Genau. Das ist der Punkt, wo dann auf einmal dein Game so sich auf den Kopf stellt. Es geht dir aber ja scheinbar auch nicht in erster Linie um Geld. Nein. Weil sonst würden wir jetzt über andere Dinge reden. Genau, das ist. Dann würdest du einfach sagen, ja, ich glaube, es geht noch etwas mehr Vorschuss, es geht noch etwas mehr Vorschuss und so weiter. Ja. Und dann nimmst du halt, wenn du meinst, okay, the price is right. Ja, also ich gucke echt auf lange Sicht. Ja, da merkt man den Künstler. Wenn man deine Musik hört, würde es einen eher, wäre schade, wenn es jetzt anders wäre, so der Eindruck. Aber ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Sind denn die Summen, die dir dann angeboten werden, du musst es ja nicht unbedingt Preise sagen, wenn du nicht willst, mir egal, aber sind das schon so Summen, wo man sie, ich weiß, dass manchmal in Deutschland als deutschsprachige Rapper für Vorschüsse gezahlt werden. Und das ist so, ich habe das nicht auf dem Konto, weißt du? Also da denkt man ja schon ein bisschen drüber nach und denkt sich vielleicht auch, okay, in ein paar Jahren fahre ich so in meinem Fiat durch Bochum und denke mir so, fuck, Alter. Das Ding ist so, guck mal, ne, du musst einfach für dich als Künstler entscheiden, so, ey, entweder du packst jetzt alles da rein und du glaubst auch so 100% da dran und komme, was wolle, du ziehst es durch. Weil wenn du selber für dich als Künstler weißt, du hast alles gegeben und es kommt dann nicht so, wie es sein sollte, da weißt du aber, du hast alles gegeben. Weißt du, ich meine so, wenn ich für mich alles gebe und ein Label gibt für mich nicht alles, weißt du, ich habe für mich alles gegeben am Ende des Tages. Weißt du? Und ich glaube auch, für mich als englischsprachigen Künstler ist es nochmal was anderes, als wenn ein deutschsprachiger Künstler kommt. Weil, guck mal, der Deutschrap ist so heftig geworden. Es ist ja teilweise sogar wie in Frankreich. So, du hast Franzosen, die haben wirklich, ey, du spielst einen englischsprachigen Track und die stehen da einfach. Weißt du? Ja. Und dann spielst du einen französischen Track und jeder kann es auswendig. Weißt du, ey, was, wir haben alles hier in Deutschland. Ja. So, du willst den Future Sound, du hast den Future Sound. Verstehst du? Du willst Trash-Rap, du hast Trash, du hast alles einfach. So, du hast einfach alles hier in Deutschland. So, Deutschland, der Markt,
allein der Konsument, der ist gesättigt, weiß ich meine. Es fehlt eine Sache vielleicht, um daran anzuknüpfen, tatsächlich der Style, den du fährst, so, oder an Cole oder an Kendrick oder so genau. fahren. Du machst ja auch auf Englisch leider, das ist machst das. Du nicht auf Deutsch, aber das ist so das, was dem Markt noch fehlt, finde genau ich, in das Deutschland. Ist das. So, ja? Das ist genau das, was dem, ich verstehe genau, was du meinst. Was wäre das denn, damit die Leute auch verstehen, was es ihr wär, meint? Es wäre conscious, ja, conscious, aber auch hochwertig produzierte, moderne, musikalische, weißt du, jetzt nicht irgendwie, du kannst natürlich auch conscious Rap, und das gibt es auch viel in Deutschland, auf so traditionelle Loop-Sample-Beats, weißt du? Aber es ist halt, dicker, musikalisch ist auch viel passiert, weißt du? Ja, sein Mann. Album You Should Have Known oder To Pimp a Butterfly oder selbst so K.O.D.-Dinger von Cole, wo er, würde ich sagen, noch simpler produziert als jetzt ein Kendrick, die sind trotzdem auf High-Level und moderne Drums und der guckt dann auch mal so bei den Thrash-Rappern oder bei den und nimmt da Elemente und so weiter, also das fehlt noch ein bisschen, das ist so die Königsdisziplin, die in Deutschland oder auf Deutsch noch ein bisschen fehlt, Moment auch ich. Fehlt. Ja, ja safe. Also vor 180 Jahren hat man, glaube ich, dann war das mal so, ja, Curse, der hat eine gute Technik, aber Curse auch Inhalt. Aber wie lange ist das her? 15 Jahre? Ja. Und im Moment wüsste ich, oder? Wer würde man nennen? Uns fehlt halt so ein kluger Dude, der auch noch was zu sagen hat und geil rappen kann auf geilen Beats. Ja, so, ja ich hoffe immer noch, dass OG Kimo das irgendwann so bringen kann. Kimo ist mein G. Ja, Mann, ich feier diesen Typen unglaublich. Aber der ist halt im Moment noch auf diesem Kleptoman-Film. Genau, da kann halt inhaltlich noch mehr kommen. Und der anfängliche Motrip, da dachte ich auch so, okay, das kann in so eine krasse Richtung noch gehen, wenn das greift und kann auch immer noch. Mhm. Also Ansätze sind auf jeden Fall da, nur so die Konsequenz, die du auch gerade angesprochen hast, vielleicht fehlt es, dass man einfach mit dem Kopf durch die Wand geht und sagt, wenn du jetzt in Deutschland einem A&R hier erzählst, ey, ich will so ein Pimp a Butterfly-Style, wenn es das nie gegeben hätte, ich will ein jazziges Album machen mit Interludes und Skits und darauf will ich auch das dann so machen und harte Politik, Real Talk machen, bla dies, das, und dann will ich George Clinton drauf haben, dann will ich das. Hätten die gesagt, Bro, das, in welche Playlist soll das passen? Das wie soll ich damit Werbung machen? Das ist, weißt du, und da ist dann immer so ein bisschen der Kopf für die Musik, muss ich immer hinten anstellen, habe ich so das Gefühl in Deutschland. Macht das nicht vielleicht eher vielleicht dann noch ein Peter Fox oder sowas fast am ehesten? Oder auch nein. Boah, schwer, Alter. Der hat schon voll die Hits auf seinen Alben immer gehabt, ne? Ja, weil sonst, ich habe mich ja gefragt, ob auch nicht Kommerz mit dem Anspruch auch noch zusammenkommen könnte, weil sonst würde man echt denken, dass die meisten deutschen Rapper zu kommerziell denken, um das zu machen. Ja. Nicht so wahnsinnig wären zum Beispiel zu sagen, ich habe hier gerade so ein Wettbieten am Laufen, aber weißt du was? Mir geht es ja um die Kunst. Also selbst wenn du Endlevel kommerziell denkst, das finde ich ist ja auch nochmal eine Kunst sozusagen, ein krasser Geschäftsmann zu sein. Mhm. Und da kommen in den USA dann auch nochmal ganz an. Also in Deutschland ist auch keiner straight up Business. Ja. Weil dann würden auch Business Moves auf einem anderen Level hier stattfinden, weißt du? Meinst du Jay-Z du hast auch Level. Kein. Ja, okay, Jay-Z ist natürlich Jay-Z jetzt, aber genau, so es finden gar keine Versuche großartig statt, zu sagen, okay, weißt du was, ich kanalisiere meine Musik irgendwie jetzt darüber oder guck, ich mache das mit einer Brand oder so. Es passieren ganz selten mal Dinge. Mhm. Und also wir sehen das ja in nächster Nähe mit Roost, mit den Samsung-Sachen, wie viel Kopfschmerz das auch teilweise ist, weil die Leute das noch nicht verstehen großartig im deutschsprachigen Raum. Weil wir nicht da sind, wo die USA schon sind. Genau, also, genau das ist USA vor 10 Jahren, da hättest du das gleiche Problem gehabt wahrscheinlich, dass der Cognac-Hersteller sagt, wie, die haben immer das in dem Video, sag mal, die sollen das lassen, was los, weil es ist schlecht für das die ist Brand. Halt das Ding. Ich glaube, es ist viel Routine einfach in Deutschland. Ja. Ich würde gar nicht sagen, wir sind überkommerzialisiert, sondern es ist einfach viel leider zu überroutiniert und die Leute denken so, ach ja, machen wir Schema F, was eh schon 10 Jahre funktioniert. Jetzt habe ich eine andere Frage an dich, weil du gerade Major Labels in Frage gestellt hast, muss ich an Leute wie Kitschkrieg oder Nipsey zum Beispiel denken, die ja auch eigentlich alles independent gemacht haben und dann aber in anderer Konsequenz zum Beispiel so jemand wie Macklemore, die haben das glaube ich komplett independent gemacht bis zum Punkt, wo ich die beim zweiten Album getroffen habe und der sagte, ey, wir haben alle unsere CDs im Studio liegen, wir müssen die selber verpacken, verschicken, das ist ja voll der Kopfweg, Alter, weiß ich nicht, vertickst 200k irgendwie erste Woche und musst dann 200.000 CDs irgendwie mit deinen 30 Homies einpacken und so weiter. Ab irgendeinem Punkt muss dann schon irgendwie die Struktur von einem Major-Label greifen, oder? Wenn man groß genug wird. Guck mal, ne, wenn du so guckst, ne, viele arbeiten ja mit Majors zusammen halt als Vertrieb. So weißt du? Und Nipsey zum Beispiel ist das beste Beispiel, was du jetzt nennen konntest zum Beispiel. Der Typ hat sich ein Imperium aufgebaut, weißt du, ich meine? So, wenn du so schaust, ne, ey, wenn du dir diese ganzen Dokumentationen, ich war ja selber da auch am Store und so, weißt du? Und wenn du dir halt die Dokumentation reinziehst, so ne, was der Typ hat ganz anders gedacht, was er für Bücher gelesen hat allein schon. Das war so wirklich so ein Mastermind, weißt du? Und für mich ist das ist für mich der Maßstab. Weil ein Jay-Z hat genauso angefangen. Weißt du, ich meine, so ein Jay-Z hat sich das alles aufgebaut, weißt du, ich meine? Und dieses Mindset, einfach dieses, ich will das, ich will nicht Angestellter sein, ich will der Boss der Firma sein, das finde ich übertrieben.
auch wenn du, klar, hast du dann Leute, die die CDs einpacken, aber du hast dein Imperium und du hast deine Angestellten, die deine CDs einpacken, weißt du, ich meine so. Und das ist für mich so, das macht für mich auch eine Legende am Ende des Tages. Weil wenn du die ganzen Ressourcen und all das, was noch am Ende rausgekommen ist, wie vielen Menschen der geholfen hat, wie viele Leute der eingestellt hat und, weißt du, ich meine so, das ist übertrieben. Für mich so als Mensch, als Künstler. So. Ja, also signst du nicht bei TDI, sondern baust dein eigenes TDI auf. Das Ding ist so, ich liebe TDI, die Künstler. J-Rock auch, ist so ja auch hier, ne? Genau, du hast auch gesagt, übertrieben cooler Typ. Wir haben auch gerade gequatscht, so. Das ist unglaublich so. Mega humble auch, weißt du? Aber... Und er kennt deine Sachen auch? Ja, durch halt vielleicht durch meinen Produzenten, so, weißt du? Der ich Produzent bin, Rascal, ne? Rascal, genau. Ja. Ich bin einen Tag, glaube ich, zwei Tage vorher abgehauen, da war Raz dann mit... Sir im Studio und mit Tay Beast, die dann halt so die ne, Produzenten und Künstler auch von TDI sind. Und einen Tag bin ich vorher abgehauen. Krass. Ich habe mir den Arsch gebissen, Mann. Auf jeden Fall, ja, also für mich, ich sehe das so. Du kannst Glück haben, ne, und du wirst dann auch extrem gepusht, aber Kendrick ist Kendrick. Ja, ja. Weißt du, Kendrick ist die Nummer 1 bei TDI, so. Für mich persönlich so. Und wenn du dann, guck mal, zum Beispiel Schoolboy, ne, der kam jetzt wieder mit seinen Sachen, aber es gab so eine Zeit, da bist du 2 Jahre nicht da gewesen und dann hast du gedroppt und die Welt ist am Shaken gewesen. Ja. Aber jeder muss hustlen. Die sind wiedergekommen und sind alle am Hustlen gewesen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, die mussten gucken, wo die mit den Nummern bleiben. Die Nummer war nicht mehr wie vorher. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Und daran erkennst du mal. Weißt du, ich meine? Ich glaube, es wird für jeden jetzt allgemein nicht mehr so einfach, weil es ist immer voll viele neue Musik kommt, voll viele neue Künstler und am Ende des Tages musst du dich umschauen, so, weißt du? Und das ist halt für mich so das Ding so, in der Hierarchie, wo bin ich dann, wenn ich jetzt bei TDI sein? Safe, weißt du? Das stimmt, tatsächlich, absolut. Das ist so ein bisschen wie Neymar will von Barcelona weg, weil da ist er ja Messi. Also was Weltfußballertitel angeht, wird das nichts mehr für Neymar, wenn du mit Messi im Team spielst. So. Das ist es. Ja, ja, absolut, stimmt. Ja, Mann. Ja. Krass, ich meine, dein Album war auch so vielschichtig. Eigentlich schade, dass wir uns jetzt auf Festival sehen, weil über das Album könnte man schon 2 Stunden reden, so, was da alles passiert und soundtechnisch und so weiter. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über Rascal, den wir hier so 1-2 Mal gedroppt haben, der auf dem Black Panther Soundtrack, den Kendrick Lamar so curated hat und auch viel einfach selber drauf stattgefunden hat. Glaube ich, Grammy gewonnen. Genau, also mindestens Grammy der J-Rock-Track hat, glaube ich, oder? King's Dead? King's Dead hat, glaube ich, geteilt mit einem anderen Song, ne? Ja, die haben den Grammy gewonnen, genau, glaube ich. Genau, aber nee, aber er hat I Am produziert und er hat für das Coloring Book von Chance wurde doch diese Regelung geändert und dann hat Chance dann auch nochmal einen Grammy bekommen. Dafür hat er dann auch einen Grammy bekommen. Krass. Genau. Wow. Also er ist so für mich, ich muss auch wirklich sagen, ich bin mega spoiled, wenn es um Beats geht, weil er weiß einfach genau, was in meinem Kopf stattfindet. So, weißt du, so zum Beispiel, ey, ich habe ein Sample und ich weiß, du wirst dieses Sample lieben. Und dann sage ich immer so, ja, schick mal. Weißt du? Und dann schickt er mir das und ich höre nur das, manchmal sitze ich da und ich höre einfach wochenlang ein Sample. Krass. Weißt du? Und er gibt mir voll so Pressure und voll, er nervt dann so, weil er die Drums dann zum Beispiel nicht macht, aber für mich ist das schon so sein Mindset. Zum Beispiel, wir haben jetzt im März haben wir einen Song aufgenommen, der mega heftig geworden ist so und er kam ins Studio. Ich hasse es zu recorden, wenn er dabei ist. Ich hasse das. Echt, ja? Ich hasse das. Recordest du alleine sonst? Nee, also ich schicke alle raus. Ich schicke alle raus, weil die Jungs, ne, meine Jungs sind halt so, wir sind halt so eine Squad und alle immer so, ja, mach das doch so oder mach das doch so, weißt du? Und die wollen halt alle das Beste am Ende des Tages, aber ich brauche dann immer so meinen Freiraum. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann höre ich mir gerne an, was sie zu sagen haben, weißt du, ich meine? Ja, ja. Und ja, aber dann kam er dann rein und dann meinte der so zu mir so, ja, nimm das raus, dann verschieb das so und dann mach das und das so und dann, ich war schon abgefuckt sofort. Und ich dachte mir so, was willst du? Aber dann war es krank am Ende, weißt du? Und das ist halt so, wie wir zusammenarbeiten, ist schon richtig weird. So, das ist schon für mich so, wenn nicht so einer der besten Produzenten der Welt, so, um ganz ehrlich zu sein. So. Der kriegt auch unglaubliches Feedback drüben. Wir waren bei DJ Khalil im Studio. Krass. Und du musst dir vorstellen, wir sitzen da und ein DJ Khalil sagt, ja, I gotta check your music and oh, I love the way you do your drums and shit, so, weißt du? Und das war für mich so, ey, das ist eine Legende. Ja, dann hing so To Pimp a Butterfly Platten und weißt du, so Good Kid, Mad City und so. Und dann sagt so eine Legende so, halt ne, von Dr. Dre gementort zu dir einfach, ey, du bist heftig, weißt du? Und das ist für mich schon, das hat tat gut, ihn zu sehen, wie er diese Recognition kriegt, weißt du? Ja. Ich habe eine Stelle beim Album, ich glaube, es ist bei Coochie Money, der zweite Part. Mhm. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Puck. Ich weiß nicht, ob das... ja, jeder sagt das. Ja? Dieses Pull-up in your... Genau. Ja, ja, ja. War das beabsichtigt? Erstens das und zweitens, sagst du dann, dass das so gemacht werden soll oder ist das dann auch Rascals Idee? Nein, der wurde gar nicht von Rascal produziert, der wurde von meinem anderen Produzenten produziert, Shove Island. Okay, okay. Der hat auch was für Alex Sesh gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das...
Tide oder so. Irgendwie so, der Song heißt Tide. Den hat er für Alex Sash gemacht. Mhm. Auf dem letzten Album, glaube ich. Nee, also bei Schauf ist es so, ich sitze ich sitz genau daneben. Weißt du? Und ich sage so, ey, schneid das mal so. Mach das mal so. Weil ich bin schon wirklich im Prozess echt mit dabei. So, weißt du? Und dann mach das mal raus, mach das mal. Und die Stimme ist ja so ein bisschen gepitcht gewesen. Ja, genau. So runtergepitcht, weißt du? Ne? Genau. Ja. Und dann habe ich halt so diesen Flow gemacht, so wie Pac, weißt du? Ich wollte auch, dass das so sich so anhört. Also das war auch schon ein Gedanke dahinter. Das war schon so ein Gedanke, dass ich das so mache. Und dann habe ich gesagt, ey, pitch das mal so ein bisschen ganz minimal runter, damit sich das so und so anhört. Ja, geil, hat geklappt auf jeden Fall. Freut mich, ey. Meine Freundin denkt immer, wenn wir das im Auto hören, so denkt immer das Pac. Geil, geil. Hat geklappt alles, ne? Nice. Für die Jungs ist ja, ich weiß nicht, ob ist es schwieriger oder ist es einfacher für deine Produzenten drüben Fuß zu fassen als du? Weil, ich meine, wenn du jetzt Deutsch rappen würdest, klar, da ist klar, ne, ist die Sprachbarriere da. Genau. Aber du rappst ja auch Englisch, deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen. Ihr kommt alle aus dem Ruhrgebiet, so, oder? Ja. Also, für wen ist es? Oder gibt es Unterschiede? Merkst du, dass vielleicht für Produzenten einfacher ist oder schwieriger da? Wir haben ja OZ und Q-Beats, die auch in Amerika viel machen. Mhm. Und für jemanden, der halt aus Deutschland kommt und Englisch rappt, gibt es einfach gar keinen Vergleichswert. Ja, das Ding ist halt, du musst echt connecten, drüben sein. Ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, guck mal, du musst dir vorstellen, ich war, glaube ich, 10 Tage oder 2 Wochen drüben und da ist so viel passiert in den Tagen. Ich war jede Nacht war ich unterwegs. Ich war jede Nacht in irgendeinem Studio, so, weißt du, ich meine, so mit irgendwelchen Leuten. So, wir sind dann am zweiten Tag wieder in dieses Studio von Khalil gegangen und auf einmal stand Big Crit da. So, weißt du, und meine so, what's up, Bro, und weißt du, ich meine, und es ist immer was da, so, zum Beispiel, das Krasse ist halt auch so, es folgen einem Leute, von denen man das nicht erwartet, oder ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem Ari Lennox geschrieben und die hat ganz gechillt einfach geantwortet, so, weißt du, und das ist dann für mich so, weißt du, so, wann bist du denn, oder hier, Mariba, boah, ey, ich feier deine Sachen, boah, du bist heftig, ich habe gerade gehört, wann bist du in L.A., weißt du, nice. Wenn du drüben bist, dann ist, ey, so 1 Monat, 2 Monate drüben, dann alles ist anders, weißt du, ich meine, so, deswegen so, das ist halt, glaube ich, eine Sache der Art und Weise, wie du connectest, so, weißt du. Wann geht's wieder rüber? Ich wollte im August wieder zurückfliegen. Was hält dich ab davon, komplett rüber zu gehen? Also zu sagen, okay, wenn wir schon international gehen wollen, dann machen wir den permanenten Move. Und eigentlich wäre das doch super naheliegend, oder? Zu sagen, ich ziehe da jetzt hin und ich mache da jetzt. So. Eigentlich schon, Mann. Ey, immer wenn ich in L.A. bin, ist Trauma so. Das ist so, wenn ich zurück muss, ist schon komisch. Das ist traurig, Alter. Bruder, das ist, ich kenne das Gefühl. Das ist so weird, ne? Aber, das ist so der, oder zumindest einfach ein Stückchen einfach dort bleiben und einfach das Ding zu machen, so, weißt du, so einfach zu checken, was so geht und was man für Möglichkeiten hat und so, weißt du, weil es ist oft meistens, ey, wann seid ihr wieder da, weißt du, ja, oder safe. Wann seid ihr wieder hier oder, ey, wann ist das nächste Mal, dass ihr hier seid, so. Deine Musik passt und gehört da halt einfach irgendwo hin, erstmal. Und das ist, man stellt sich das halt so vor, dass es das auch mal einfacher ist. Ja. Es sei denn, was ich mich am Anfang halt gefragt habe, sehen das die Amis genauso. Ich habe mir so angehört, dass, okay, ist mein Englisch jetzt gut genug? Ja. Also, wenn ich das jetzt einem Kollegen aus UK oder aus Amerika zeigen würde, sagt er dann auch, das ist tight? Ja. Oder korrigiert er mich dann und sagt so, ey, aber nicht so richtig. Aber irgendwann hat man das ja gemerkt, dass das Feedback da genauso kommt und dass das funktioniert. Mhm. Und dann ist eigentlich die Sache, Bro, es ist cool, wenn du im Ruhrpott bleibst, aber es macht einfach gar keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, Mann. So. Das macht gar keinen, auf langer Basis auf keinen Fall. So, weil wie du selber schon sagst, das Ding ist, glaube ich, halt, es gibt die sagen, boah, der ist Deutscher. Also es gibt Geschichten, die ich gehört habe, wo es dann hieß, ey, am Ende des Tages bist du Deutsch. Weißt du, ich meine so. Und als könntest du dich nicht, also als wäre es etwas, von dem du dich nie frei machen könntest. Ja, schon, also man fällt schon darauf zurück. Aber macht das nicht auch krasser für manche Leute? So von wegen, zieh dir den mal rein. Der ist Deutsch, denkst du gar nicht so. Das erste Mal, wo zum Beispiel IDK meine Sachen gehört hat, Brass hat das aufgenommen und hat er mir das geschickt und er hat gesagt, du lügst doch. Er hat es auch geshared, ne? Ich glaube, das habe ich gesehen. Genau, du lügst doch, der kommt nicht aus Deutschland, Mann. He's American weiter, so, weißt du? Wenn es dir nicht auf den Sack geht, dass du darauf dann damit immer konfrontiert wirst, hier kommt immer die ganze Zeit, ey, wie ist das so, wenn man Englisch rappt? Und da wird halt immer sein, wie ist das so, wenn man aus Deutschland kommt? Ich würde einfach, keine Ahnung, VfL Bochum Trikot im Musikvideo anziehen, in L.A. drehen und dann halt durchziehen. Ja, ich komme aus Deutschland, okay. Ist halt meine Geschichte. Weißt viele du? Wissen das auch gar nicht. Also viele wissen gar nicht, dass ich aus Deutschland bin. Ich bin dann drüben. Und, ey, you sound like you're from New York. Wenn ich so, echt? Ja, krass. Das wäre natürlich auch interessant. Wo hören die dich her? New York. Also ich habe viele Freunde aus New York. So eine Freundin von mir, Coco, die halt auch auf dem Anderson Paak Album da drauf war. Da hab ich dir letztes Mal erzählt, Wahnsinn, ne? Stimmt. Genau. Und sie meint auch, ich verstehe das gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Du hörst dich nicht an, als wärst du aus Deutschland. Du hörst dich an, als wärst du aus New York. Krass. Also, nein, Mann. Das ist alles Deutschland. Warum hast du die Sprache so drauf? Ey, also zumal, ne, das muss ich auch nochmal sagen, das ist meine zweite Muttersprache, so gesehen. Ich komme aus Ghana und da wird halt Englisch gesprochen, so, weißt du? Auch noch. Nicht New Yorker. Genau, es fließt halt Englisch, noch. Aber genau, Englisch, aber. Ja, Englisch. Und ich war halt so derjenige, der mit englischer Musik aufgewachsen ist.
teilweise auch nur englische Filme geguckt, so weiß ich meine. Part auch so, meine Mom viel Englisch mit mir gesprochen, wo ich klein war, so. Mhm. Und dementsprechend ist das dann passiert, so, ne? Okay, okay. Und natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man halt Englisch in der 5. Klasse angefangen hat. Und dann das Level zu erreichen, wäre nochmal unmöglicher, als wenn das halt deine Muttersprache so auch ist. Genau, das ist das. So. Es waren voll viele Sachen im Internet, also du wurdest zu verschiedenen Städten zugeordnet. Ja, Mann. Ich glaube, einiges war irgendwie falsch. Alles. Sagst du selber, von wo du richtig herkommst. Ich habe gerade noch gelesen, der neue Erfolg könnte der erfolgreichste Exportschlager von Bochum werden. Seit Herbert. Nach VfL meinten die. Okay. Herbert Grönemeyer, stimmt. Ja. Ja. Aber du bist nicht Bochumer. Nein. Also ich erkläre jetzt mal, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich bin geboren in Hannover. Bin ich in Hannover. Und dann bin ich im Alter von 4 bin ich dann nach Duisburg gezogen. Okay. Also ich habe in Duisburg gelebt von 5 bis 6. Von 4 bis 6. Wir nähern uns Bochum. Genau, ich komme gleich zu Bochum. Von 5 bis 6 habe ich in Duisburg gelebt. Ich hab erst in Hochfeld gelebt und dann bin ich nach Marxloh gezogen. Und meine Mama hat gewusst, so ey, wenn wir jetzt hier bleiben, so dann wird der Junge ein bisschen wilder. Und dann sind wir nach Oer-Erkenschwick gezogen. Mhm. Das ist ein Teil von Recklinghausen. Mhm. Ich habe aber auch immer gesagt, ich komme aus Recklinghausen, weißt du, weil ich hatte keinen Bock auf dieses Oer-Erkenschwick. Aber das... Das macht es auch nicht viel besser, Bruder. Ich bin selber geboren in Recklinghausen. Siehst du? Brudi. So, das muss man so in Amerika erzählen. Und ja, dann, ich bin halt... Die meiste Zeit habe ich in Bochum und Dortmund verbracht. Das war so meine Jugend, weißt du, weil Bochum war unser Studio. Ja. Also wir hatten so ein Home-Studio in Bochum, da war ich, seitdem ich 15 bin, immer konstant im Studio. Und halt meine Jungs, halt mein Manager Teddy und mein DJ, die kommen alle aus Dortmund. Das war dann immer so, ich war immer da, weißt du, ich meine. Krass, ja. Und irgendwann haben auch die Leute gedacht, ich komme aus Bochum, weißt du, ich meine, so. Und dann hieß es, der kommt aus Bochum. Dann hat wahrscheinlich irgendeiner gesagt, das ist Bochumer, und dann hat sich das einfach gespreadet. Aber wenn du weiter weg bist, ist es ja auch immer so, ich komme aus Kamen. Und im Ruhrgebiet komme ich aus Kamen. Wenn ich weiter weg bin, dann sage ich schon immer selber Dortmund. Dann spare ich mir 3 Erklärschritte. Bis irgendwann ich einen aus Dortmund treffe, der sagt, Digga, du kommst aus Kamen, was laberst du? Ich habe das schon so oft gehabt, ne? So viele Leute aus der Schule und so. Dann kommentiert, du kommst aus Erkenschwick, gib das doch zu. So, weißt du, ich meine, Digga, chill doch mal. So Anmaßung plötzlich. Ja, Mann. Aber ja, so ist es entstanden. Du hast doch neue Sachen nach dem Album rausgebracht, ne? Ich habe gerade gesehen, dass dein letzter Song, den habe ich noch gar nicht gehört, mit Frizzo aus Düsseldorf ist. Ja, genau. Bin ich gespannt. Was hat Frizzo nicht was mit Haftbefehl gemacht? Ja, Frizzo hat was mit Haftbefehl gemacht. Mit Sufjan letztens. Und Sufjan auch, genau. Mhm. Der war also auch krass. Frizzo und dann habe ich noch, ich glaube, danach habe ich dann auch selber nochmal was rausgehauen. On a Goat habe ich rausgehauen. Ist jetzt gerade frisch das Video erst draußen, oder? Genau, ich glaube gestern oder so. Ja. Genau. Okay. Ja, und das ist so, dass jetzt geht es einfach nur noch darum, weiter zu releasen. Ja. Songs oder Alben? Ich arbeite an einem Projekt, also ich kann es eigentlich sagen, ich habe gesagt, ich arbeite an einem Album, aber ich denke nicht, dass es dieses Jahr rauskommen wird. Ich nehme mir dafür auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Ich will auch viel traveln, so weißt du, habe ich dir, glaube ich, gerade auch gesagt, so ein bisschen da aufnehmen und dann Künstler treffen und einfach das, was entsteht, weißt du, ich meine, so ich weiß, wo es hingehen soll, ich kenne das Topic, was ich besprechen werde, aber das ist so. Worum Wie alt bist du eigentlich? Was schätzt du? Gar keine. Ich habe mich gerade gefragt, dass du sehr reif und abgeklärt und sehr sicher in dem bist, was du machst. Gleichzeitig hätte ich geraten, dass du irgendwas zwischen 20 und 25 bist. Nein, Mann. Mit 26, pack mal auf die 25, 27. noch mit 3 drauf. 3. 28, ja, okay. Ja. Okay. 28 Jahre alt. So. Ja. Ja, war bei mir schon so das erste Sinnkrisenalter eigentlich. Ja. Ey, ich war auch da. Ich habe mir so gedacht, so Alter. Langsam muss so jetzt die, mal. 27 war so dieses, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, langsam muss ich jetzt auch mal irgendwie wieder einen Schritt weiterkommen. Und genau, so. Da habe ich mir auch gedacht. So. Aber dann habe ich rausgefunden, so, dass JID, also JID, auch 29 ist schon. Mhm. Und die Jungs von Earth Gang sind auch in meinem Alter. Und so viele Menschen sind einfach in meinem Alter, so die noch nicht krass am Start sind. Dann habe ich gesagt, hey, Bro, du hast Zeit noch ein bisschen. So, ne? Sowieso, ich auf hab, Alter, ich hab Filme mir fahren macht gar keinen genau, Sinn. Genau, ja, das ist richtig sinnlos, so. Alter. Bei JID hat es ja auch geklappt, dann mit dem einen Album, mit The Never Story, und danach kam er dann zu TDE, zu Dreamville. Genau, Dreamville, genau. Genau wie Earth Gang. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich zusammen, die haben ja auch vorher schon gemeinsame Songs gehabt. Ja, Spillage Village, das ist halt das Kollektiv. Ja. So, und Earth Gang war vor JID da. Also das haben die erzählt. Genau, das haben die erzählt. Die waren vor JID, waren die bei Dreamville. Und das wusste man halt nicht. Man wusste nicht mal, dass die bei Dreamville waren. So, ne? Man hat so JID als Vorzeigebild gesehen. Mhm. Und da war Earth Gang war vor dem da. Ja, Dreamville wäre auch was für dich, oder? Also ich meine, ist natürlich so sehr hoch. Aber ich muss sagen, Dreamville ist neutraler.
als TDI, finde ich. Weil da ist jeder Artist so individuell für sich. Weißt du, ich meine, so, da gibt es nicht unbedingt die Hierarchie. Also zum Beispiel jetzt mit der Dokumentation und dann nochmal dieses Tape. Jeder steht für sich. Weißt du, dieses ganze Event, Alter. Die schließen sich 2 Wochen in so einem Studio ein und laden alle ihre Homies ein, befreundete Produzenten. So ist heavy gewesen. Voll, also heavy gewesen. Ich stelle mir da so einen richtig geilen Vibe vor. So. Das ist crazy. Das so. Ist halt so, das finde ich, die sind einfach eine Gang. Weißt du, ich meine, so, das ist einfach, jeder spricht für sich. Das ist nicht mal so wie A$AP Mob. Da ist ja auch so eine Hierarchie. So, ne? Du hast halt A$AP Rocky, dann hast du A$AP Ferg. Und wer kommt dann? Ja, aber das hast du jetzt bei dem Ding auch gemerkt. Weil eigentlich ist halt Cole, ne? Der ist eigentlich Nummer 1 da so. Genau. Safe. So, aber der hat ja auch, Ari hat das mir gesagt, er hat auf Instagram dann gepostet, ich bin glücklich Teil dieses Projekts. I'm happy I made it to the cut oder so, ne? Ja. So, okay, geil, dass ich auch dabei bin. Ja, so. Das ist geil, der Typ ist halt auch so richtig humble und. Genau. Ja. Das feiere ich. Voll der geile Label-Boss. Ja, so. Mann, das ist voll witzig, einfach wie der auch drauf ist, so, weißt du? Wenn man so, das war auch eine mega witzige Geschichte, wo wir in Köln waren, die haben in Köln gespielt. Und dann war ich dann halt auch mit Raz da und dann. Ist Cole das jetzt? Das Cole-Konzert? Jit hat gespielt und Earth King. Okay. Weißt du, und dann waren wir dann bei denen, haben mit denen gechillt und dann dieses, was er mit Cole gemacht hat, Auf dies. Ja, auf dies. Das hat er uns vorher schon gezeigt, weißt du, ich meine. Junge, das ist so Feuer einfach nur. Ey, das war, ich wusste nicht mal, dass Cole drauf kommt, ne? Und dann war das Witzige, das war so eine witzige Geschichte, wie die da über Cole auch geredet haben, so, ne? So, wie so ein Papa. Weißt du, boah, ey, wenn der jetzt nicht zum Radio geht, dann wird der sehen und so. Ich saß und hab gesagt, ey, die reden gerade über Cole, so, weißt du. Tobi anguckt und sagt, ey, die reden gerade über Cole, weißt du. Und das ist halt schon, das ist mega witzig. Das ist halt eine Familie, weißt du. Und er ist so der große Bruder, / Papa. Und ey, komm, geh mal, mach du mal jetzt was, weißt du? Also, Dreamville wäre schon cool. Also das ist halt Endlevel so. Genau, ja, das ist mega Endlevel, auf jeden Fall. Ja, Mann, das wäre Killer. Wenn du dich jetzt an ein Album setzt, ne? Du hast ja gerade geilerweise schon gesagt, du hast dein Topic und so weiter. Ja. Also stell ich mir das schon irgendwie vor, dass du mit einem Bewusstsein dran gehst, dass du ein Album machst und nicht einfach, ich collecte Songs und dann gucke ich wie, sondern du machst dir schon Konzepte und Fahrplan und so weiter. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt vielleicht darüber konkret reden, wenn du dann aber eine Single wie On A Goat droppst, ist die dann genauso als Single, wie sie existiert, auch geplant und hingestellt? Oder ist sie Teil des Albumprojekts, was dann so früher schon ausgekoppelt wird? Das kann ich noch gar nicht sagen. Okay, verstehe. Aber, also ich denke schon. Also ich denke schon, dass es ist der Moment. Weißt du, es gibt viele Phasen und viele Mindsets, die ich habe. Und das ist einer der Phasen und Mindsets, weißt du, so On A Goat. So, das ist einfach, ich muss euch das jetzt gerade mal kurz sagen. Mhm. Weißt du, aber allgemein, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich nehme mir viel Zeit. So, nach dem Album habe ich gesagt, ich werde mir jetzt Zeit nehmen und das, was gerade in meinem Kopf vorgeht, das muss ich irgendwo sortieren. Weil ich laufe manchmal rum, mache mir Notizen und dann habe ich so viele krasse Sachen im Kopf und denke mir so, Alter, ich will das jetzt so sagen. Ja. Da passiert irgendwas oder irgendein Ereignis oder ich lerne irgendjemanden kennen oder irgendein Moment. Mhm. Und dann denke ich mir, Alter, dieser Moment könnte das Topic fürs Album sein oder das Konzept. Ja, also krass. Ich meine, das habe ich jetzt, glaube ich, gut gesammelt und dementsprechend, geil. Habt ihr euch soundtechnisch auch schon Kopf gemacht, ob ihr da so soundmäßig... Also die nächsten Songs sind halt schon heavy, Alter. So, das war so, wir haben auch so eine Session gehabt, wo wir uns 5 oder 6 Tage ins Red Bull Studio gesperrt haben. In Berlin da? Genau, in Berlin. Und was da rumgekommen ist, das war krank. Also Teddy, ne, halt mein Manager, hat gesagt, ey, ich will einfach nur Musik. Weißt du? Und ich habe, glaube ich, in der Woche 7 Songs aufgenommen. Und das waren so heftige Songs, so richtig heftige Songs. Wir saßen dann und hatten voll die krassen Gespräche, so, ne? Über unsere Mütter, über die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und sowas, ne? Und dann sind voll die heftigen Sachen entstanden. Oder dann gab es so Gespräche, die wir über L.A. hatten und dann ist dann ein Song entstanden, der genauso in L.A. passiert ist, so, weiß ich meine, so. Es sind halt viele Sachen passiert. Es gibt auch halt einen Song, den ich geschrieben habe, der handelt auch davon, so, das ist halt so eine Geschichte, wie ich als Deutscher einen Freund habe, der in L.A. wohnt und der halt Gangmitglied ist, weiß ich meine, so. Und das ist ja voll die Parallelwelt irgendwo, weiß ich meine, so. So, der mich dann anruft und sagt, ey, die haben gestern auf mich geschossen. Weißt du, ich meine, so. Und ich sitze da mit meinem Handy und denke mir so, Alter, so, ich kann mir das, weißt du, ich meine, so, das ist so. Einfach komplett andere Welt. So. Ganz andere Welt, weißt du, und das war dann so, wie er mir das erzählt hat, wie detailliert, er macht auch Musik, und wie detailliert der so, das war heftig, weißt du, ich meine, so. Und das sind halt alles so Momente, die ich dann so, wo er mich dann anruft und nach Rat fragt, weißt du, ich meine, so, und sagt, ey, so, was soll ich machen, weißt du. Das sind so Sachen, so, worüber ich so teilweise reden werde und das dann auch mit Leuten, die ich hier kenne und mit Leuten, die hier, sagen wir mal, auch so auf der Straße sind und halt so viel missbauen und so, da werde ich so Parallelen setzen, weißt du, ich meine so.
Genau, also da gibt es ein paar Sachen, so bestimmte Themen, die ich ansprechen werde auf dem Projekt, die so in die Richtung gehen. Krass. Ich hatte noch eine ganz andere Frage, aber wolltest du den Strang noch so fortsetzen? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt auch springen, deswegen sag du. Okay, ich wollte aufs Festival nochmal kommen. Ja. Yeah. So ganz, aber ich habe gerade mal kurz ins Line-Up reingeguckt. Ich habe hier nicht den Kontostand gecheckt. Mhm. Gibt es hier drin Leute, die du empfehlen würdest? Guck mal, jetzt zum... Neben JID und Livegang. Genau. Ah ja, JID kommt ja auch, ne? Weil ihr habt schon so viel Knowledge hier gedroppt, so viele Artists rausgehört. Gib den Leuten mal ein bisschen Tipps, wer hier auftritt heute oder die anderen Tage. Wen feierst du? Wen sollte man auschecken, wenn man es noch nicht gehabt hat? Ist das heute? Aus dem Frauenfeld leider. Stormzy. Ja, du kannst die anderen Tage auch gucken. Wir sind gerade bei Stormzy. Heute Stormzy? Ja, heute Stormzy. Oh, Storms, also Murky, ist auf definitiv... Possible. Ja, Mann. Nicht nur, dass er aus Ghana kommt, finde ich geil. Ach, er ist auch... Er ist aus Ghana, krass. Mann. Okay. Aber Stormzy ist auch für mich so ein Mastermind. Hat auch so, ey, das ist einfach gerade die lebende Legende in UK. Weißt auch wie der sich so den Weg so hochgehastet hat mit diesen richtigen Street-Videos einfach. Ja, und auf einmal war der größte Artist. Genau. So, wahrscheinlich noch Skepta hinter sich gelassen zeitweise. Das ist jetzt heftig. Also die Aktion jetzt auch auf Glastonbury mit dem Banksy Das Video zu Vossi Bob ist ja auch so voll die Ansage. Guck mal hier, ich bin jetzt hier der Dude. So, weißt du, mit Idris Elba im Video. Einfach so, okay, ganz locker, so ein bisschen Kopf nicken. Auf jeden Fall. Also Storms, Murky auf jeden Fall. Duckworth ist ja gerade an uns vorbeigelaufen. Ich glaube, den haben wir verpasst. Lil Baby. Ist der heute? Ja, der ist heute. Den feiere ich auch. Krass. Ne? Also, ich finde, man sollte eine gute Balance haben. Ja. Und Lil Baby, der ist schon dope. So. Der macht das schon richtig gut. Wen haben wir hier noch? Ich muss wirklich gestehen, ich bin ein unglaublicher Cardi B-Fan. Geil. Ehrlich, also ich feiere diese Frau. Einfach nur, weil sie real ist. Also ich meine, so viele kommen darauf nicht klar. Aber ich glaube, wenn ich es geschafft habe und sie mich jetzt anruft und eine Homegirl von mir ist, würde ich das extrem feiern. Also weil ich finde sie halt mega witzig. So. Also sie ist so eine, wenn du sie als Kerl disst, dann disst sie zurück. Und das trifft, weißt du, ich meine? Und deswegen, Cardi, Mann, das ist so, die sind so meine Favorites. Sie ist auch einfach halt unverstellt. So. Und egal, ob du das jetzt magst oder nicht, was sie ist, du kannst es ihr nicht übel nehmen, weil sie... Sie tut nicht so, als wäre sie was, was das sie nicht ist, sondern sie ist halt ehrlich zu sich und zu der Welt so. Ja. Und auch wenn jetzt beispielsweise die Live-Show ja jetzt nicht nur von Rap lebt, sondern auch davon, dass sie halt dieses Trip-Vergangenheit hat. Das ist halt so eine Kombi aus Trip-Show und Rap-Show. Mhm. Aber sie kann rappen. Genau, also das ist das. Wenn man die Mucke hört, live fand ich das, weil so 60% bis 65% gut rübergebracht oder so. Teilweise fehlte so ein bisschen. Ja, es ist nicht perfekt. Die Power dahinter. Sie setzt nicht auf Perfektion so. Okay. Ja, aber es war trotzdem schon auf Jay-Z muss auch nicht twerken gleichzeitig, mäßig, weißt du? Vielleicht hätte er dann auch weniger Luft. Aber gerade wenn ich die Songs, die Studio-Songs halt einfach höre, lebt das für mich jetzt nicht nur davon, wie so, oh yeah, sie ist eine Frau, sie sieht gut aus, sie ist am twerken, sondern es lebt davon, dass sie nice rappt. Ja, Mann. Ja, so, ja, weißt du, das als Rap-Fan connectet mich das einfach. Die Frau ist cool. Ich feiere die so heftig. Was ich auch cool finde, ist halt, wie sie damit umgeht. Weißt du, ich meine, zum Beispiel, wenn du dir jetzt Cloud anhörst von ihr und Offset, die twerkt dann da für ihren Mann. Yeah, wie ihren Baby Daddy. Weißt du, ich meine so, und ich finde das cool, Alter. Ich sitze da und er sitzt da und dann twerkt sich wie ihr Baby Daddy und ich feiere das. So, weißt du, und die ist dann da auf ihrem Gram und hat dann kein Make-up an und weißt du, und redet über Politik und sie kann das. Weißt du, und das finde ich geil. So, das ist real für mich. Ja, Mann. Ist so. Sag mal, komplett random Frage. Warst du schon mal mit Crow im Studio? Woher weißt du das? Habt ihr schon mal connected? Ja, Mann. Ach, krass. Jetzt tu doch nicht so, Alter. Er wirft einfach mal so die Angel raus. Nein, weil von den ganzen Sachen, die er erzählt hat und so, ich glaube, er ist jemand, der sehr ähnlich denkt so. Ja. Und also wirklich ähnlich denkt. Ja. Deswegen, boah, ich hätte es mir sehr gewünscht und ich bin übertrieben jetzt froh, dass das passiert ist. Ja, wir waren im Studio, aber auch wegen Raz, aber allgemein haben wir gevibed. Und das ist so ein cooler Typ, Mann. Ja. Also ich muss wirklich, Shoutouts an Crow, auf jeden Fall coolster Typ. Krass. Und das war auch in L.A. sogar. Ah, okay. Und, jawohl. Ja, Mann, da sind auch so coole Skizzen entstanden. Und schauen wir mal, was da noch kommt. Also das ist auf jeden Fall, das ist halt so ein Raz-Crow-Ding, aber das ist schon geil gewesen. Schon geil gewesen. Definitiv. Geil, Alter. Ja. Okay. Ich habe jetzt einfach ins Schwarze getroffen. Ich schwöre, ich wusste nicht. Aber es ist schon heftig, dass du... Ich merke schon, ihr habt eine ähnliche Denkweise. Du hast schon vorhin Sachen gesagt, wo Aria so Yama meint, wo ich dachte, okay, safe, das hätte Aria genauso gesagt, wenn der Rapper wäre. Passt doch. Das Mindset ist auf jeden Fall am Start, Alter. Ja, nice, Alter. Cool, dass das Interview endlich mal geklappt hat. Ja, Mann. Dafür mussten die zwei Bochumer erstmal in die Schweiz fahren. Ich bin bei Hart Bochumer. Immer noch bei Hart. Ja, Mann.
Ja, krass, Alter. Vielen, vielen Dank. Hast du auf dem Schirm so, wie weit du mit deinen Sachen bist? Also kannst du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, prozentmäßig... Ja, aber ich werde das jetzt auch so prozentual immer machen. Ich würde es auch hochladen und so, aber lass mich sagen, 25%. Oh, okay. Also ich habe viele Sachen, viele Sachen, aber... Ich würde sagen, es sind so 25-30%. Okay, ist so. Noch früh. Genau, ist noch früh auf jeden Fall. Ich habe jetzt die nächsten Singles sind ready, definitiv. Und aber da muss noch so ein bisschen was passieren. Wie gesagt, ich will halt, ich nehme mir Zeit. So. Ja, geil. Auf jeden Fall geil. Sehr, sehr geil. Ey, wir freuen uns, glaube ich, alle am Tisch extrem auf neue Musik. Yes. Es ist immer was Spannendes und immer was einfach komplett anderes, als man sonst so in Deutschland. Ja, nicht nur wegen der Sprache auch, ne? Aha. Das ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Auch jetzt das Inhaltliche, was jetzt gerade, was du schon wieder angeteased hast, denke ich auch, okay, geil. So, weißt du, das ist was, worauf man sich freuen kann. Ja. Nice, ja. Richtig, richtig gut. Wo sind gut. die Fotos, Memo? Ja, wo Memo macht hier noch schöne Fotos von diesem legendären Talk. Ey, Leute, wir sind auf dem Open Air Frauenfeld 2019 hier im Artist Backstage bei immer besser werdendem Wetter, muss man auch sagen. Ja, am Donnerstag. Und ey, Sirius Klein, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Mann. Zieht ihn euch rein, wenn er auf Tour ist, wenn er Tourdates draußen hat. Zieht euch alles rein auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Wir von Hip Hop Day sind jetzt erstmal raus. Yes. Yes, yes, you're bye.